Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit Gothic. Ja, wir sind hier letztens stehen geblieben und sind auf der Suche nach diesen komischen Fokis. Und zwar sind das diese Teile hier. Fokus aus dem Klosterruine und aus der Trollschlucht und woher die auch alle herkamen, weiß der Geier. So, auf jeden Fall, die müssen wir jetzt alle suchen. Und laut einer Karte, die wir bekommen haben, ja, die wir bekommen haben, und zwar kann man gucken, wo sich die Fokis befinden. Und zwar Satoras hat uns die Karte gegeben, so ein Wassermagier. Und zwar ganz unten rechts müsste noch eine oder ein Fokus sein. Und da gehe ich jetzt hin. Das heißt, wir müssen. Laufe ich da richtig? Genau, wir müssen also hier lang. Hier gab es letztens ein paar Urkunde, die ich glaube ich schon weggeschlachtet habe, allerdings noch nicht alle. Ich kann mich erinnern, hier vorne war irgendwo noch eine Tür oder sowas. Also auf jeden Fall waren hier ein paar Urkunde. Und sonst habe ich das nicht weiter erforscht. Ist es tatsächlich, dass das da hinten ist? Jetzt muss man kurz auf die Karte gucken. Das könnte gut sein. Allerdings wollte ich mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Das machen wir als allererstes, bevor wir dann rübergehen und uns mit diesem Foki da beschäftigen. Irgendwo war doch hier eine verschlossene Tür. War das nicht in dieser Höhle? Ja, genau. So. Nee, nicht Fleischschwanze, Teleport, Heilung, Feuerfeuer, Licht. Genau. Licht wollte ich. Was war Licht? Licht war die 4. Achso, okay. Alles klar. Ja, hier war diese Tür. Da war, glaube ich, nichts drin. Oder? Also, ich kann mich erinnern, hier waren wir schon mal und haben das geplündert. Ja, ist leer. Das heißt, wir waren hier schon definitiv. Gut, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Mal gucken, was es hier noch so gibt, außer den Fokus, den wir gleich da hinten im Turm holen werden oder was das auch immer es ist. Oh, hier ist eine Brücke und eine Ruine. Okay, alles klar. Da bin ich doch super gespannt, was uns hier noch erwartet. Was ist das denn? Ist das ein Turm? Wo zur Hölle bin ich denn hier überhaupt? Okay, das ist irgendwo da hinten. Ja, interessant. Sollst du nicht nochmal die Karte öffnen? Du Vogel. So, ja, dann gehe ich mal. Ich will jetzt einfach mal hier das bisschen mich umschauen, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Oh, was ist da? Ist das nicht ein Ork? Ein Orkjäger. So, den haben wir geklatscht. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier gibt es doch bestimmt noch weitere Orks. Oder auch nicht? Da ist ein Schalter. Direkt mal drücken. Ist irgendwas passiert? Oder ich muss hier mehrere Schalter drücken. Wenn ihr wisst, was es hier mit auf sich hat, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nämlich absolut gar nicht, was wir hier machen müssen. Hier sieht es aus, ob ich hochkomme. Ne, das ist wieder zu blöd, hochzukommen. Das gibt's nicht. Der ist zu blöd, hier hochzukommen. Warum springt er dann nicht? Nee, das geht wieder nicht. Also ich habe keine Ahnung, warum er da zu doof ist, sich da dran zu hangeln. Vollpfosten. Naja, sonst gibt es hier glaube ich nichts. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das hier mit auf sich hat. Was es hier zu finden gibt oder was man hier machen muss. Gut, dann gehen wir wieder zurück auf die Suche nach den Fokis. Oder Fokus. Ist ja glaube ich das gleiche. Ja, die Urkunde, die hatten wir, glaube ich, letztens dann hier schon weggeklatscht. Müsste auch in irgendeinem Part passiert sein. Ja.
Wie krass, wenn ich überlege, zieht sich Gothic schon fast auf 3 Monate. Da ich ja jede Woche 2 Parts mache und hier bei Part schon 23, 24 oder so sind. Auf jeden Fall krass. Wie lange sich das hält, das ist gut. So, dann gehen wir mal tatsächlich mal hier hin und schauen uns hier nach dem Fokus um. Was ist das denn für ein Steinriese? Ich glaube, der möchte geschlagen werden. Stehst du auf Schläge? Ei. Haben wir keinen Schaden? Oh. Können wir den nicht töten? Mit Magie? Ja, mit Lichtzauber. Was machst du denn da? Wer ist das? Hey, was machst du Ach, denn hier? Lester ist Ich bin hier. im Auftrag der Wassermagier Hey, Lester, unterwegs. hi. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich, aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Ja, Es was gibt ein nämlich eine Zufall. alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. So. Ich bin verletzt, kannst du mir helfen? Ich bin verletzt. Kannst du mir helfen? Hier, nimm diesen Heiltrank. Okay, danke schön. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. So, bist du eigentlich an diesem Steinhaufen vorbeigekommen? Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. So, wir können auch Wir natürlich könnten die zusammen die Festung Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. So, da wir diesen Steinhaufen noch nicht erledigt haben, würde ich mal sagen, wir gucken uns den nochmal an. Mal gucken, vielleicht macht Lester irgendwie Magic oder so. Ich habe keine Ahnung, ob er da was macht oder nicht. Aber wir finden das jetzt gleich raus. Habe ich etwa das Feuerbein nicht ausgerüstet? Ah doch, hier auf der 5. So mache ich damit wahrscheinlich 0 Damage. Töte ihn, töte ihn. Ja klar, was er für einen Schaden macht. Hat man das gesehen? Ich habe nichts an Schaden gemacht, nicht mal mit meiner Waffe. Ey Lester, du bist krass stark. Finde ich gut. Respekt. Ja, mit Lester sollte man sich nicht anlegen. Der gute Knabe kommt auch im zweiten Teil wieder vor. Das ist genial. Bergmoos oder Drachenmoos? Bergmoos. Oder hieß das Stärkemoos? Oder Drachenmoos? Jedenfalls gab es doch noch so irgendeinen komischen, was Stärke steigt um 2 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Denk mal, wir machen wieder mal hier Licht, dass man wieder besser was sehen kann. Jawohl. Ja, hier wächst wie immer ganz viel Kraut. Serapis oder irgend sowas. Jetzt haben die Herbis. Das Herbes, was man sich ins Gesicht schmiert, um wieder Lebensenergie zu bekommen. So, weiter geht's. Nein, eine Harpie. Lass mich in Ruhe. Warum treffe ich dich nicht jetzt? Wo wir die rumschreien? Wo ist Lester? Wo ist Lester?
glaube, den hat es erwischt, oder? So, die Harpien, die droppen nichts mal. Warte mal, jetzt frage ich mich, wo Lester ist. Der war doch noch die ganze Zeit hinter mir. Ach, der ist da hinten. Oh, das ist doch wieder... Leute, was ist los? Warum backt das Spiel an jeder Ecke? Da bleibt der Typ einfach an der Kante da hängen bleiben. Och Mann, das regt mich so an Gothic auf, dass es so viele Bugs hat. Ich meine, klar, das Spiel ist geil, sonst hätte ich es nicht gespielt. Aber es hat wirklich verdammt viele Bugs und das fuckt mich ein bisschen ab. Sieh mal, dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. Hm, so einfach komme ich da nicht dran. Ja, was machen wir denn da? Ist das nicht irgend so ein magischer Eingang? Zumindest sieht das so aus. Oh ne, noch weitere Harpien. Weitere Harpien! Oh, danke Lester. Oh, wie die rumschreien, das ist doch ekelhaft. Ekelhaft. Wir hatten auch irgendwo Heilung gehabt. Genau hier. Ja. So. Finde ich geil. Finde ich richtig fett. Da die sowieso nichts droppen, brauche ich auch gar nicht nachzugucken. Ui, ja, mein Skelett. Da hat sich wohl jemand verirrt. Ich denke mal, wir gehen als erstes hier rechts lang. Und finden ein vergammeltes Bücherregal und, oh mein Gott, noch weitere Harpien. Help! Bester, töte! Töte, töte! Nicht mich! Komm, komm, ich renn weg! Ja, mach sie kalt, mach sie kalt! Los, 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 sehr gut! Oh fuck, ich hab dich aus Versehen angegriffen, sorry. Tut mir leid. Wir brauchen Heilung, schnell, 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 Heilung. So, hier ist Heilung. Das gute Zeug wird gesoffen. Nein, da ist nur Harpie über uns. Hey Lester, du bist echt stark. Das ist gut, da muss ich ja nichts machen. Das ist genial. Der schlachtet hier alles ab für uns. Mein, besser kann es gar nicht laufen, oder? Ich werde mich mal oben umsehen. Ja, ich auch. Nicht, wenn ich mich vor dir umsehe. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt. War ich von der falschen Seite? Ich dachte, von der Seite geht's hoch. Okay, wir haben hier noch einen Raum. Da hinten ist irgendwas. Das sind weitere Harpien, oder was? Böse, böse Harpien. Lester, hilf mir. Na gut, ich komme auch alleine klar. So, ich will mich natürlich auch oben mal auch umschauen. Nicht, dass der sich die ganzen Schätze unter den Nagel krallt. Denn wir wollen das auch. Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen. Also lass uns was da. Oh, geht aber ziemlich weit hoch. Ich werde mich auch natürlich gleich noch mal unten weiter umschauen. So ist es nicht. Oder geht's ja noch weiter hoch? Wir haben keine Magie. Hahaha. Sagte er und trank einen Trank. So, Heilung, Feuerpfeil, Licht. Ja, weil es ist recht dunkel, deswegen versuche ich immer hier so Licht anzubehalten. Ach, guck mal hier, Lester. Hat er seine Urkunde gefunden? Erstmal hier den Schatz plündern. Oh, hier müsste es einen Schlüssel geben, alles klar. Warum stehst du da so rum? Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Habe ich auch gemerkt. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde? Nein, bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? Ja, das werde ich gleich natürlich in Angriff nehmen. Aber erstmal schaue ich mich hier im zweiten Stockwerk um. Noch mehr Harpien, das gibt's doch nicht.
Wie von da auch noch? Oha. Nee, 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 wir gehen zu Lester. Lester, U-Turn. Geh, mach mal. Ja, mach mal. Hat er jetzt alles geklärt? Nein. So, sind jetzt alle tot? Okay, ich glaube, die sind jetzt erstmal alle tot. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen mal weiter und gucken, was es hier noch so gibt. Wahrscheinlich noch weitere Harpien. Nee, komm schon. Also gegen die Harpien habe ich gemerkt, dass diese Attacke nach vorne ganz gut. Also diese Attacke nach vorne. Wenn ich mal damit treffe. Ja. So, die haben wir natürlich abgeschlachtet. Vielleicht ist sogar hier der Schlüssel. Nein, hier ist nur dreckiges Erz. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Erz anfangen soll. Das habe ich gesehen, ich habe irgendwie noch so einen gelben Trank. Was ist das denn? Oh, Stärke. Oh, den surfen wir natürlich sofort. Wie geil. Wo habe ich den denn geklaut? Das ist ja cool. Ich versuche mich natürlich hier überall umzuschauen, damit wir auch ja nichts vergessen. Weil ich bin immer so ein Spieler, der mich hier extrem umschaut. So, hier scheint es auch nichts zu geben. Absolut nichts. Irgendwas flattert da noch. Flatter, flatter, flatter. So, waren wir hier schon? Genau, von hier kamen wir her. Ich muss mich hier nochmal umschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier noch nicht alles gesehen habe. So, da hinten waren wir. Und hier waren wir, korrekt? Korrekt, hier haben wir nichts gefunden. Gut, das heißt, jetzt haben wir uns hier in einem zweiten Stockwerk umgeschaut. Ich gehe jetzt nochmal nach ganz unten, werde mich dort umschauen. Wenn wir da nichts finden, dann gehe ich die Treppe hier weiter hoch, also die Leiter. Und ich hoffe, dann finden wir dort was. Weiß echt gar nichts mehr hier. Ich weiß nicht mehr, dass es diese Festung hier gegeben hat. Ich habe das anscheinend vergessen. So, ich denke, wir können jetzt runterfallen. Genau. Umschauen wollte ich mich. Da hinten gab es ja noch ein paar Harpien. Ah, vielleicht haben auch die den Krach gemacht. Das kann auch sein. Das ist diese Schweine-Harpien. Komm mal her. Wie so eine Hexe. Meinst du, ich krieg dich nicht, oder was? Mit meinem geilen Billigbogen. Egal. Hauptsache Schaden. Ja, das erinnert mich an die gute alte Dark Souls 1. Zeit, wo dieser Drache dort war, den man den Schwanz abschießen konnte und dann hat man so ein Drachenschwert bekommen. Ach, das weckt noch in Erinnerung. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Na komm. Geht doch. Ja, manchmal macht auch Kleinvieh Mist und das ist genial. Das ist einfach nur genial. So, von hier kamen wir nicht, weil hier noch eine HP ist. Was machst du hier? Eine Handaxt. Oh, da ist ja noch eine über mir. Wo kommst du denn her? Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich sie erwische. Und zwar hier beim Durchgang. Da muss sie runterkommen, wenn sie mich erwischen will. Musst du nicht? Jetzt aber. Ah. So, jetzt habe ich dich zu treten gestieft. Oh, wie die rumschreien, das kotzt mich ein bisschen an. Wahrscheinlich ist das extrem laut, das tut mir natürlich voll leid. Wenn das jetzt extrem laut ist, das Rumgeschreie. So, hier haben wir ein paar Bierchen. Ja, hallo, nimm doch das Bier. Nö, wir werden jetzt dieses Bier hier nehmen. So, genau, mit Telekinese aus der Entfernung. Ansonsten von nah können wir es ja natürlich nicht aufheben. Will uns das Spiel sagen, oder was? Hm, 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 hm.
So, das heißt, wir haben uns jetzt auch hier umgeschaut. Oh, hier waren wir noch nicht. Da ist eine Truhe. Eventuell ist hier was drin. Ein Skelett. Nein. Also nicht das Skelett in der Truhe, sondern wie der verpackt ist. Komm schon. Guck durch diesen verpackten Skelett in der. Was machst du da? Hey, Buddy. Ah, jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er es geschafft, sich zu befreien. Ich finde, also solche Bugs sind natürlich so lustige Bugs, ja. Aber wenn das Spiel dadurch leidet, dann ist das natürlich totaler Bullshit. Oh mein Gott, das sind ja noch mehr. Verdammt, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe noch mehr Skelette beschworen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht sterben. Oh, der hat Angst, das ist gut. Können wir uns in der Zeit heilen? So, mal einen ganz starken Trank trinken. So, lange nicht mehr gespeichert, deswegen schön speichern. So, du Pissnelke, dann komm mal her. Du Knochen. Oh, zwei Hieb und weg bist du. Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Tür geöffnet. So, was war jetzt hier drinnen? Hier drinnen war Dietriche. Thronschlüssel. Haha. Das ist gut, das heißt, den Schlüssel haben wir gesucht. Das heißt, wir können gleich zu Lester gehen und ihm den Schlüssel überreichen. Allerdings möchte ich mich erstmal umschauen. Hier scheint es eine Art Labor zu geben. Okay. Ach so, diese Skelette waren wahrscheinlich die Wissenschaftler, oder? Die mal hier waren. Die dann wahrscheinlich verreckt sind nach einer Zeit. Und wurden dann zu Skelette. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ist jetzt so eine Theorie. Oh, geil, noch weitere Tränke. Ja, ich bin schon ein bisschen so tränkegeil in Gothic. Das muss man sagen. Alles meins. Alles meins und ich gebe nichts raus. So. Sonst haben wir hier nichts, ne? Sonst gibt es hier nichts. Ja. Gut, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Das heißt, wir können jetzt entweder zu Lester und ihm den Schlüssel geben, beziehungsweise die Truhe öffnen. Oder wir machen, dass wir jetzt mal auf die dritte Etage gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf die dritte Etage. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Das war irgendwo hier rechts. Ne, hier war der Eingang. Ah ja, genau, hier sind wir. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf die dritte Etage und werde. Ach, verdammt, ich. Von der Seite. Werde mich erstmal dort umschauen und vielleicht gibt es dort das ein oder andere zu finden. Und dann geht es zurück zu Lester. Frag mich natürlich, was er mit so einer hässlichen, komischen Urkunde haben will. Wenn er bestohlen wird, dann, ja, wird sie wahrscheinlich geklaut von ihm. Deswegen macht das doch alles keinen Sinn. It's pure nonsense. Weiß halt nicht immer, von welcher Seite ich hier hochkommen muss. Das ist auch immer so ein Fakt. Man weiß nicht, von welcher Seite man hochkrabbeln muss. Nein. Oh nee, ach nee, ich hasse diese Bugs. Warum bist du zu doof, die Leiter hochzukrabbeln? Wenn es jetzt da oben so eine geile Waffe gibt oder so und ich komme da nicht hin. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, was ist das für eine Kacke? Oh, jetzt können wir nicht da hoch. Lester, ich habe was gefunden. Dem Ziel entgegen. Doch nicht? Doch, das ist die Truhe. So, ein Elixier, magische Dingsterbumster und eine Besitzurkunde berechtigte den Besitz dazu, also berechtigt den Besitzer dazu, den Gebietsanspruch der Bergfestung geltend zu machen. So, der will damit, dass ihm gehört, diese Burg. Ihr Digga, ich habe was gefunden. Aber erstmal ein bisschen Licht, dass man auch was erkennt. So, hier habe Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Wie Spruchrollen? Was hat er mir denn jetzt gegeben? Wolf, Scavenger, Mollerod,
Fleischwand zu Wassermagier. Telekinese. Skelettbeschwörungen. Was haben wir noch? Monster schrumpfen. Ich glaube, dieses Monster schrumpfen hätten wir auf diesen einen Troll angesetzt, ne? Dann hätten wir den ganz leicht gekillt, wenn er klein wäre. Ansonsten, was ziemlich geil ist hier, Feuerball und Tote vernichten. Ah, das hätten wir dann auf diesen einen Mob gesetzt, der untot ist, auf diesen Wächter. Ansonsten haben wir halt nur so läppische Zauber. Jetzt frage ich mich, was für ein Level bin ich mittlerweile? 21 und wir haben 30 Punkte wieder. Das ist schon geil, ne? Das ist schon richtig nicht schlecht. So, ich frage mich trotzdem, wo es hier den Fokus gibt. Wahrscheinlich weiter hoch, aber das Problem, wie ihr gerade gesehen habt, ich komme nicht oben an. Ist das der einzige Weg, wie man da hochkommt? Ich versuche jetzt mit der Alt-Taste jetzt gleich zu springen, bevor er runterfällt. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das geht nicht. Wenn es jetzt verbuggt ist und wir da nicht hoch können, was ist los? Er fällt immer wieder hin. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Weil sonst gibt es ja keinen anderen Weg. Mist. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich komme da nicht hoch und das ist anscheinend der einzige Weg. Und der Fokus ist wahrscheinlich auch oben. Also ich versuche jetzt noch einmal, wenn nicht, starte ich das Spiel neu, versuche ich dann noch mal. Ja, wenn es nicht geht, dann haben wir ein kleines Problem. Dann endet hier das Let's Play. Nein, natürlich nicht, aber verdammt. Wie soll es weitergehen? Vielleicht doch von der anderen Seite? Oh, da zuckt er die Schultern. Ach du Hennes. Ja, wir müssen STRG halten, damit er überhaupt hochkommt. Fuck. Der will da nicht hoch? Das gibt es nicht. Oh, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Das kotzt mich ein bisschen an, weil das Spiel wie immer verbuggt ist. Ja, und jetzt mach doch was. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh, ich hab's geschafft. Habt ihr gesehen? Oh, wie geil. So, direkt mal speichern. So, das Let's Play kann weiter vorangeschritten werden. Mann, das war. Hätte ich jetzt keine Akrobatik. Deswegen danke nochmal, als mir damals in den Kommentaren gesagt wurde: Hey, Digga, kauf dir mal Akrobatik. Aber wenn ich das jetzt nicht hätte, wir hätten richtig Arsch geleckt. Aber so vom Feinsten. Danke nochmal. Ja, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Das freut mich. Let's Play kann weitergehen. Sehr schön. Ja, sonst gibt es hier nichts. Oh nee, noch eine Treppe. Na gut, jetzt weiß ich, wie man notfalls kurz davor halt so abspringen kann, wenn das klappen sollte wieder mal. Vielleicht funktioniert das ja hier wieder normal. Ja, hier geht es wieder normal, das ist gut. So sollte das eigentlich auch die ganze Zeit sein. Hier gibt es nur einen Schatz. Links, links. So, links, links, rechts, rechts, links, links. Ein Siegbringer. Münzen. Hä? Wo ist jetzt bitte der Fokus? Warte mal, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen? Sollte der Fokus weiter unten sein? Jetzt kletter doch mal hier hoch. Warum kletterst du nicht da hoch? Hey, ich bin gerade voll verwirrt. Wo ist denn jetzt der Fokus? Denn hier ist er anscheinend nicht. Das heißt, wir sind hier umsonst hochgegangen und ich habe umsonst rumgeflammt, dass ich hier nicht hochkomme. Was soll der Scheiß? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Mist, Mist, Mist. Warte mal, wenn es. Oder vielleicht doch hier. Zuerst mal Licht, damit man was sieht. Ich glaube, ich sollte irgendwo den Teleportzauber benutzen, kann das sein? Warte mal, ich schaue mich mal hier mit der Maus um. Ach, ich muss hier runter.
Ach nein, unten. Hä? Ach so. Jetzt verstehe ich es. So, erstmal gehen wir hier runter. Voilà. So, und dann müssen wir den Teleport-Zauber benutzen und müssen dann dahin kommen. Denn da ist der Fokus. Sieht man das? So. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier so einen Trank schlucken. So, und dann werde ich da hinten einen Teleport-Zauber benutzen. Ne, nicht Monster schrumpfen, Skelette beschwören. Telekinese. Telekinese war das doch, oder? War das Telekinese? Bin jetzt verwirrt. Auf jeden Fall auf der 9. So, dann testen wir das mal. Ja, wahrscheinlich müsste ich dann da durchkommen. Ach so, Telekinese ist doch irgendwas zu sich herholen. Das heißt, wir müssen jetzt... Und jetzt holen wir den Fokus zu uns, oder? Ja, so funktioniert das. Ah, guck mal, wie schön. Und, wo liegt das Teil jetzt? Hä? Runtergefallen? Ja, ich glaube, der ist runtergefallen. Okay, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt runtergefallen ist. Das heißt, wir gehen jetzt runter und suchen dort auf dem Boden neben Lester unser Fokusstein. Das ist ja krass, wie lange. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde gebraucht, um diesen einen scheiß Fokusstein zu suchen und zu finden und ihn zu bergen. Krass. Das ist ein halber Part schon. Oh Mann, hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so lange Zeit jetzt hier reinstecke, nur um diesen Fokus-Eisentrick zu suchen und zu finden. So, das heißt, er müsste... Verdammt, ich laufe als falsch. Warum laufe ich falsch? Hä? Wo war denn jetzt der Ausgang? Ach, hier. Genau, hier war der Ausgang. Da liegt er. Jawohl, wir haben ihn. Fokus aus der Bergfestung. So, Lester, danke für deine Hilfe. Du Supermörder. Nun haben wir beide, was wir wollten. Genau. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Ja. So sieht aus. Wir haben den Fokus. Ja, das heißt, wir haben jetzt alle 5 Fokis. Das ist sehr geil. Das heißt, wir könnten jetzt zurück zu... Zu wem war das denn? So, suche nach den Fokussteinen. Satoras gab mir eine alte Karte. Das heißt, wir müssen jetzt zurück zu Satoras. Wir können das Ganze natürlich jetzt verkürzen, indem wir einfach die geile Karte benutzen. Hier, Wassermagier. So, wo ist denn 10, bitteschön? 10 Kombinationen gibt es doch gar nicht. So, dann eben auf die 8. Weil die 10-Taste gibt's nicht. So. Back to the Wassermagier. Wow. Magic. Hier, Satoras, du alter Penner. Ich bin wieder da. So. Hallo. Ich rede mit dir. Magie zu Ehren. So, ich habe gefunden hier alles. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Yes, Level up. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Aber bist du doof? Ich habe doch alles dabei. Die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. So, bitteschön. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus. Oh, wie geil, jedes Mal 3500 Erfahrung. Das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Okay, hier. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Ja, und was passiert dann? Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Siehst du mal, ich bin Finde der Beste. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Alles klar, dann hier bitteschön der letzte. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. 4000. Fantastisch. Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz.
Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Toll, von dem Dank kann ich mir auch nichts kaufen. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Okay, alles klar. So, wir machen erstmal genau das, was er gesagt hat. Wir holen uns jetzt erstmal diese zwei Belohnungen ab. Gut, dass ich Riordion oder wie der heißt nicht abgemurkst habe. Das war ja der Trankmischer hier. Genau der hier. Magie zu Ehren. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Und das mache ich nochmal, wenn es sein muss. Aber jetzt ist gut. So, Belohnung. Satura sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Okay, der hat uns wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Tränke gegeben. Von denen wir sowieso schon zig Milliarden haben. Oh, das ist cool. Haben wir noch sowas? Ja, hier ist noch Mana. Ed, was ist das denn? Geschicklichkeit und Stärke-Bonus. Trank der Macht. So, haben wir tatsächlich jetzt schon über 113 Stärke. Geil. Das heißt, wir machen richtig geilen Damage. Unglaublichen Damage. So, das heißt, wir können jetzt erst nochmal zu Kronos? Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall zu diesem Penner da unten gehen, zu dem Magier. Und dann gehe ich gleich nochmal zurück und gucken, was dann weiter Satoras uns so sagt, uns so erzählt oder so. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall erstmal hier ganz wichtig, die Belohnung abstauben. Denn unser Held ist belohnungsgeil. So, dann müsste irgendwo hier sein, da. Genug gesoffen, ich muss mit dir reden. Hey Kronos, wake up. Magie zu Ehren. So, ich benötige Dingster hier, Belohnung. Satura sagte, du hättest eine Belohnung für mich. 1000 Erz, nice. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Ja, ich gebe es für Nutten aus. So, ah ne, wir sind ja nicht in Gothic 2. Schade. Kann ich hier nicht in den Puff gehen? So, jetzt geht's weiter hoch zum, na hier, zu dem anderen, zu den anderen Wassermagier. War das nicht hier? Doch, ich glaube, hier war das. Kann das sein, dass er sich nirgends von mir hochhält? Also hier im Haus müsste der auf jeden Fall hochkommen. Ja, okay, hier kommt er hoch. Ja, aber das ist trotzdem scheiße. Warum geht er nicht überall hoch? Ach, ich... Manchmal hasse ich das Spiel, weil es verpackt einfach ist. Aber nur die Bugs hasse ich. Vielleicht sollte ich mal hier langsam cheaten im Spiel. Nee, das wäre natürlich doof. So, hey. Satoras, was geht ab? Magie zu Ehren. So, was passiert jetzt? Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast. Aber könntest du noch was machen? Und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Na gut, wollen wir mal nicht so sein. Was los? Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Na gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden und zu bestechen.
Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Ah, ein Teleportzauber als Rune, das ist gut. Mögest du in Wahrscheinlich Stück sagt er hier als Maul, du darfst sie behalten. Oh, Kapitel 4, Xardas. Krass, wir sind schon in Kapitel 4. Direkt mal speichern. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich auch eine Teleportrune bekommen, die wir den Magiern geben. Aber wahrscheinlich sagt er hier halt's Maul, wie ich schon gesagt habe. Behalt du sie mal lieber. Und dann können wir direkt hier hin teleportieren. Wir haben allerdings noch keinen Teleport zum, zum alten Lager. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoller ist, den ganzen Weg zurückzulatschen oder sich ins Sumpflager zu teleportieren und von dort aus zu rennen. Ich glaube, das mache ich. Ich teleportiere mich jetzt zum Sumpflager. Das ist die 7. Und werde mich von dort aus... Ah, nein. Jetzt fällt mir noch was ein. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich letztens in dieser Hütte übernachtet habe. Das machen wir jetzt noch. Ist welche Hütte ich meine? Genau. Diese Hütte, wo ganz viele Betten rumstanden. Und dass da Leute übernachten. Und da holen wir uns mal jetzt Erfahrung. So, einmal hier bis zum Mitternacht schlafen. Tja. So, dann gehen wir dorthin und gucken tatsächlich, wer in dieser Hütte so ist und was da vor sich geht. Das ist nämlich gar nicht so weit. Ja, da hinten ist das. Irgendwo da hinten muss das sein. Ja, da bin ich überrascht. Dann machen wir mal hier so einen kleinen Massaker auf die Bauern, wenn da die Bauern tatsächlich übernachten. Ja, ich bin böse in diesem Spiel, aber das bin ich gern. Aber nur im Spiel. So, das heißt, wir werden die jetzt hoffentlich treffen. Einst führte ich ein anderes Leben. Was macht Lee hier? Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben Captain lang Lee, what are you doing here? Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Mach das. Ich werde mich rächen. Ja, mach das. Sehr gut, Lee. Das war die Geschichte von Lee, wie er hier reinkam. So, das müsste hier vorne gewesen sein, ne? Da ist die Hütte. Haha, Tatsache. Jetzt begeht der Mord. Erstmal gucken, was hier so rumsitzt. Okay, Tatsache, die sind alle hier. Das ist echt cool. Wir können jetzt alle abmuxen. Fangen wir mal in der Hütte an. So. Boah, wie viele. Der hat genug. Ich hab grad mit Spaß. Der hat genug. Der Bauernmörder. So, dann klatschen wir sie alle mal. Oh ja. Mach das bloß nicht nach. Ich tue die Bauern hier nur erlösen. Warum weg? So, jetzt guckt alle, wie ich diesen Bauer hier töte. Ja, guckt alle zu. Haben damals mehr ausgehalten. Ja, ja, ihr habt damals. Und jetzt rennt weg. Rennt um euer Leben. Rennt, sonst endet ihr auch noch. Wie der gerade aufgestanden ist, um nachzugucken, ja?
Ist da noch was? Lebt er noch? Ach ja, am Bauer, es tut mir so leid. Bleib stehen. So, wir müssen natürlich noch die Bauern looten. Boah, was ein Massaker. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich habe sowieso vor, irgendwann mal hier, wenn wir Gothic soweit fast durch haben oder so, dass ich soweit alle NPCs, die man killen kann, auch irgendwie killen will, weil die geben alle Erfahrung. Braucht die zwar nicht mehr, aber... Hallo? Erfahrung? Stärker? Mehr Magie, Feuerregen und so weiter und so fort. Da gibt es schon seine Vorteile. So, die haben wir alle erlöst. Das heißt, hier gibt es noch weitere. Der Kampf ist entschieden. Wir haben damals mehr ausgehalten. Ja, ja, ihr habt damals so viel ausgehalten. Ja, die geben halt nicht viel Erfahrung und der da oben will mich schon töten. Will mich noch jemand töten? Wer ist das? Mal sehen, ach, nur ein kleiner, dreckiger Söldner. Der Kampf ist entschieden. Geil, Level Up. Hat sich doch gelohnt. Haben damals mehr ausgehalten. Wie der denn gerade lootet? Hey, Rufus? Nee, nee, nee. Wir haben damals mehr ausgehalten. Das gibt's nicht. Der Rufus, der muss leider auch sterben. Rufus, hi. So, weil der hat nämlich den gerade gelootet. Das geht nämlich gar nicht. Weil das mein Loot ist, das darfst du nicht machen. Das ist alles meins. Doch sterben? Wir haben damals mehr ausgehalten. Ja. Du, Pock? Wer ist Pock? Ach egal, brauche ich nicht. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Guckt euch mal diese armen Schweine an. Guckt euch mal die... Oh Mann, die armen Schweine rennen um ihr Leben. Wie geil. Oh Mann, wie geil. So... Ja, wie ich schon gelesen habe, wurde gesagt in den Kommentaren, der nächste Part ist bestimmt einer der besten Parts. Oh ja, sehr, sehr lustig. Ich glaube, so gelacht habe ich lange nicht mehr. Wegen Gothic. So, ihr armen Bauer, die restlichen Bauer, ihr dürft wegrennen. So, was war meine eigentliche Aufgabe? Eigentliche Aufgabe war zum Sumpf. Ja, wir haben ein bisschen Massaker veranstaltet. Das ist schon okay. So, und von hier aus gehen wir dann nochmal ganz kurz pennen. Und nachdem wir geschlafen haben, geht es auf ins alte Lager. Und dann versuchen wir, die Magier zu überreden. Und die sagen sowieso, ey, verpiss dich, geh hol Xardas oder so. Und dann ist es schon okay. Wie? Benutzt das Bett? Dann eben das Bett. Ich mag nicht nachts spielen. Ich mag hier tags. Bis zum Morgen. Morgens. Da steht um 6 Uhr morgens auf und die Party kann beginnen. So, erstmal geil speichern wieder. Am besten auch auf den unteren. So. Ich glaube, ich mache mir noch einen Speicher. Den nennen wir mal ABC. So, da wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch mal einen Trank schlucken. Und dann geht's los. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo geht's weiter? Hier lang? Genau, hier ist der Ausgang. Ich bin immer noch voll der Noob hier im Sumpflager. Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Naja, ein bisschen schon, aber halt nicht so viel, ne? Wie man sich eigentlich sonst auskennt in den anderen zwei Lagern. Wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Spaß gehabt gerade. Ja, bei der Hütte, die armen Bauern. Hey, das sind nur NPCs, das sind Dateis, nicht ernst nehmen. Ja, und dann geht's jetzt weiter zu den Feuermagiern. Das heißt, wir rennen so schnell wir können. Ja, zu den Feuermagiern. Wahrscheinlich müsste ich für die auch nochmal eine Quest machen. Oder wie ich schon gesagt habe, die sagen hier verpiss dich.
und hol Xadas. Oder irgendwie sowas. Naja, ich habe wirklich so vieles vergessen. Aber wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt die letzten Parts halt ziemlich viel die Hauptstory gespielt. Damit wir auch schön vorankommen. Was ja auch legitim ist. Ich meine, immer ein bisschen Scheiße machen in Gothic, das kann man immer so zwischendurch, so wie eben gerade. Bei der Waldhütte da. Mit den Zickbetten. So, ich glaube, ich laufe richtig, oder? Ja, jetzt immer nur noch geradeaus. Immer noch geradeaus. Wie ich gesagt habe, uns fehlt immer noch der Teleportzauber ins alte Lager. Wahrscheinlich bekommen wir den auch jetzt irgendwie bald. Ja, wie man auch sehen kann, ist hier auch alles abgeschlachtet. Anscheinend spawnen doch nur die wenigsten Monster im neuen Kapitel immer wieder nach. Ich dachte, die werden quasi im zweiten Kapitel alle Monster nochmal neu gespawnt. Dann im dritten Kapitel nochmal alle Monster neu gespawnt. Aber Scheißdreck. Anscheinend bleiben die nur doch nur kapitelweise da. Also springen, was heißt kapitelweise? Wenn du sie einmal gekillt hast, bleiben die tot. Und nur ein paar Stücke werden wahrscheinlich nur nachgespawnt. Naja, wie dem auch sei. Wir sind jetzt gut bei, ja, 50 Minuten plus minus. Oh, was geht denn da ab? Hä? 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 What? Warum verstehe ich nicht? Warum? Hä? Warte mal. Da ist noch einer von diesen verräterischen Feuermagiern. Pah! Moment, wovon redest du, Fletcher? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Was geht denn jetzt? Warte mal. Hat es wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen? Wie? Jetzt aber mal halblang. Jetzt muss ich dich übertöten. Wir werden dich halblang machen. Oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb, Verräter! Fletcher? Und Gardist? Das geht gar nicht. Wir sind anscheinend irgendwelche Verräter jetzt auf einmal. Haha, guck mal, wie der nicht rauskommt. Hat man gesehen, seine Füßchen dort? Fletcher, du musst jetzt sterben. Du Penner. Ich glaube, da hinten steht Milton. Kann das sein? Okay, wir sind anscheinend in der Story schon so ziemlich weit vorangeschritten, dass wir nicht mehr ins alte Lager können. Aber da ist doch Mut und so. Mein Freund. Die kommen da nicht rein, wie cool. Ja gut, scheiß aufs alte Lager. Mal gucken, was der Feuermagier da vorne, das ist glaube ich Milton, unser Buddy, was der uns zu sagen hat. Oh, da hinten ist ein Schweinchen, Mollerot. Sie sind alle tot, alle tot. Ich konnte nicht helfen, ich war unterwegs, ich... Ganz ruhig, Milton, was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Echt? Da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. So. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Oh, hier ist die Kacke aber richtig am Dampfen. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte nicht, wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. What the fuck? Was ist denn ein Kollaborateur? Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter.
Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich noch mit Diego. Ach so, das heißt, Diego ist dann am anderen Tor? Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers, ja, in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Okay. Milton, danke für deine Aufklärung. So, dieses Schweinchen da hinten hat mich schon das ganze Dialog angeguckt. Und das wollte ich schon die ganze Zeit töten. Komm mal her. Komm zu Papa. Ja. Da kann ich doch nicht diese wertvolle 50 Erfahrung. Ich rede hier von 50 Erfahrungen liegen lassen. Das geht nicht. So, dann gehen wir mal zu Diego. Ich hab das sogar total vergessen, dass sowas passiert. Das Feigling kommt zurück, was? Dass hier sowas passierte wie, dass die Feuermagier und sowas getötet werden. Ich habe voll vieles vergessen. Ich meine, ich wusste, dass es noch Xardas gibt und wir müssen auch gleich bald zu Xardas. Dann gibt es noch irgendwie Olumulu, Ork, irgendwas, keine Ahnung. Und ja, und dann gibt es halt noch irgendwann mal den Schläfer. Schläfers Tempel und sowas. Aber sonst weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Hey, wo ist Diego? Der müsste wahrscheinlich... Ach, guck mal, da sind ja noch Schweinchen. Hä, war ich in dieser Höhle noch nie? Cool, hier war ich ja noch nie. Was ist denn hier los? Ein Trank in der Luft. Ein schwebender Trank. Ja, hier war ich anscheinend echt noch nie. Diese Höhle ist mir definitiv neu. Weil ich, wie ihr wisst, sammle ich ja immer den ganzen Rotz ein. Die ganzen, alles mögliche, was auf dem Boden liegt. Also wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich das eingesammelt. Definitiv. Ich weiß, und ihr wisst das auch, dass ich dieses ganze Zeug, was ich einsammle, überhaupt nie wieder brauche. Weil ich genug Tränke und sonst noch alles habe. Aber, weiß nicht, ich bin so ein Sammler. Wenn ich was sehe, denke ich, es ist Verschwendung, wenn ich es einfach liegen lasse. Deswegen wird es einfach mit eingesammelt und ja, meins. Was mir gerade so in den Kopf einfällt, warum haben wir keinen Schaden an diesem komischen Golem gemacht? Das ist doch ein bisschen komisch, oder? Ob der wirklich nur mit Magie zu töten ist? War hier nicht mal dieser tote Gardist? Ah, guck mal, da ist Diego. Da ist Diego. Ich habe ihn natürlich an seinem Bogen erkannt und an seine Frisur. Hey, pst, sei ganz leise. Hallo, okay, was ist los? Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut, dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Okay. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Ja, weil er kein Erz mehr bekommt. Wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Ach, deswegen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Warte mal, freie Mine, das ist doch die Mine, die beim neuen Lager ist, oder nicht? Die wir noch nicht erkundet haben. So, was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken.
Oha, wie fies. Was wollte Milton und du nun machen? Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ja, was ist denn los? So, ich habe Gardisten vor verschlossenen Toren gesehen. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Wir haben das wohl wir Angst doch mal gleich vor den sehen. Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Das testen wir auf jeden Fall. So, das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Oh mein Gott, alle sind in Gefahr. Okay, schon gut. Wird erledigt. Ist schon so gut wie erledigt. Sprich, Diego. Ist schon so gut wie erledigt. Sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir vier uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Okay, und wo muss ich die jetzt finden? Mach's gut. So, mal kurz gucken. Hier das Treffen. Alle Feuermagier sind tot und die Situation spitzt sich zu. Diego hat mich beauftragt, Lester und Gorn davon zu unterrichten, dass er sich mit ihnen in der und Milton an einem sicheren Ort treffen will. Das erscheinen sie nicht zum ersten Mal gemacht zu haben. Ach, das scheinen sie nicht zum ersten Mal gemacht haben. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, dass der Part hier endet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, like das Video, teilt das Video. Und lasst mir doch ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und schreibt fleißig in die Kommentare. Und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.